In Nairobi hat diese Woche der erste Afrika-Klimagipfel stattgefunden. Afrika leidet ja ganz besonders unter den Folgen der Klimakatastrophe. Afrika hat aber auch ganz viel Potenzial und Afrika hat die Bodenschätze, die es für die Energiewende braucht. Also nur allzu verständlich, dass es diesen Klimagipfel in Kenia gegeben hat. Endlich mal, will man sagen. Und wie viele Ministerinnen und Minister aus Deutschland waren in Kenia dabei? Zero. Das ist richtig. Aber irgendwie passt es auch wieder. Ich will jetzt nicht sagen, dass uns Europäern und Europäerinnen Afrika am Arsch vorbeigeht, aber ist schon so. Was wissen wir schon über Afrika? Hand aufs Herz. Wissen Sie auf Anhieb, ob der Chart hier oder hier liegt? Er liegt hier. Oder wissen Sie spontan, von welchem Land Bengawi die Hauptstadt ist? Von Botswana oder von Liberia? Von keinem. Die Stadt Bengawi gibt's gar nicht. Ich ertappe mich auch selber dabei, dass ich alles in einen Topf werfe. Wenn afrikanische Mannschaften bei der WM triumphieren, denke ich, jetzt freut sich ganz Afrika. Afrika hat gewonnen. Als würde Holland gewinnen und jemand sagt, jetzt wird auch in Deutschland auf den Straßen getanzt. Ja, von wegen. Was habe ich in meinem Leben so über Afrika erfahren? Es ging natürlich los mit dem Satz, die Kinder in Afrika würden sich freuen. Iss deinen Teller leer. Die Kinder in Afrika sind so arm. Ja, mit dem übrig gebliebenen Sauerkraut auf dem Teller würde ich Ihnen noch eine Riesenfreude machen. Dann später Band-Aid. Ich habe ganz viel gelernt durch Band-Aid rund um Bob Geldof mit dem Song Do They Know It's Christmas. Ein Song, der uns allen nochmal erklärt hat, wie Afrika ist. Ja, nothing ever grows. In ganz Afrika wächst nichts. Außer dem Kakao, den wir Weihnachten trinken und den üppigen Regenwäldern und Wein und Getreide und vieles andere. Und nothing ever flows. Kein Wasser, keine Flüsse. Klar, vom Nil, vom Kongo, vom Niger hat man noch nie gehört. Der Song gipfelt dann schließlich in der bangen Frage. Wissen Sie überhaupt, dass Weihnachten ist? Wissen Sie natürlich nicht. Einer der Kontinente mit den meisten Christen weltweit weiß doch nicht, dass Weihnachten ist. Das müssen den westliche weiße Musiker erstmal erklären. Was gab es dann für Afrika-Bilder? Naja, solche eben. Jenseits von Afrika, die weiße Maasai, König der Löwen, ganz wichtig, Tierdokus, klar. Und natürlich immer wieder Kriege und Hunger und Dürre. Mal ein aktuelles Beispiel, eine ZDF-Traumschiff-Folge vom vergangenen Jahr. Es ist noch nicht lange her. Diese ZDF-Traumschiff-Folge spielt in Namibia. Und da kommt wirklich alles zusammen. Wir erleben einen lauen Abend in der Savanne. Ein weißer Mann und eine weiße Frau kommen in ein afrikanisches Restaurant. Natürlich unter freiem Himmel, klar. Es brennt ein offenes Feuer, um die Löwen abzuschrecken. Im Hintergrund trommeln ein paar Afrikaner, die natürlich wie alle Afrikaner traditionelle Gewänder tragen und halt trommeln. Ne? Machen sie ja so. Und zwar für zwei Weiße. Die Bedienung ist natürlich schwarz, der verantwortliche Koch ist natürlich weiß. Ein Traum. Und jetzt zeige ich Ihnen die schöne Seite Afrikas. Hallo Marius! Good evening! Das ist Sandra. Hi Sandra! Hi, good evening! Dankeschön. So, bitteschön. Ist der Abend soweit? Ja, wunderbar. Allein der Satz, und jetzt zeige ich Ihnen die schöne Seite Afrikas. Das ist wirklich noch bescheuerter, als würde man sagen, Guillermos ist Deutschland. Sie merken vielleicht, ich selbst bin jetzt nicht unbedingt prädestiniert dafür, Ihnen hier was über Afrika zu erklären. Deswegen habe ich mir gedacht, frage ich doch mal eine Expertin. Veye Tata stammt aus Kamerun, lebt seit 32 Jahren in Deutschland. Sie ist Informatikerin und Journalistin. Sie ist Chefredakteurin des Magazins Africa Positive. Und sie versucht hierzulande ein weniger klischeebehaftetes Bild von Afrika zu vermitteln. Ich habe mich mit ihr zu einem ausführlichen Gespräch getroffen und all meine Vorurteile hatte ich mit dabei. Veye Tata, Afrika, Mensch, Wahnsinn. Afrika ist ja ein Thema,
da kann man nur sagen, woo, Afrika. Und ich möchte Sie gerne als erstes fragen, welche Figur aus König der Löwen beschreibt denn die afrikanische Mentalität am besten? Was ist denn afrikanische Mentalität? Gibt es auch europäische Mentalität? Das ist natürlich unheimlich vielfältig. Das sind ja kleine Länder. Und das ist genau das Problem. Also Hakuna Matata kann man ja vielleicht so als kleinsten gemeinsamen Nenner schon. Nein. Afrika ist ein Kontinent mit 55 Ländern, mit so viel Kulturen, Sprachen, ja, Traditionen, Lebensarten. Und deswegen kann keine afrikanische Mentalität geben. Aber so ein paar Konstanten gibt es ja schon. Also Armut, Krieg, Korruption. Das ist genau das Problem. Diese Erzählung in Europa, Afrika ist arm. Ich glaube, das ist eine sehr falsche Erzählung, weil Afrika ist eins der reichsten Kontinente der Welt. Und dann fragt man sich, warum wird immer diese Erzählung wiederholt, weitergegeben, wiederholt? Weil ich glaube, das ist irgendwo schlechtes Gewissen, die Europäer, die diesen Kontinent jahrzehntelang, jahrelang mit Sklaverei, Kolonialismus ausgebeutet habe, behindert habe in Wirtschaftsentwicklung und immer noch heute noch in verschiedenen Arten behindert. Ja. Die verbreiten diese Erzählung, um einfach ihr schlechtes Gewissen zu kaschieren. Ja, gut, das ist sicher teilweise wahr. Ich finde es jetzt ein bisschen sehr negativ. Reden wir vielleicht mal über das schöne Afrika. Sie sind aufgewachsen in Kamerun, inmitten von Tieren, einer Dorfgemeinschaft, stelle ich mir vor, in Armut, aber so einer schönen Armut. Nein, es tut mir leid. Das ist eine gute Vorstellung, die sehr viele Deutsche haben, dass alle Afrikaner in Armut wachsen. Ich bin nicht in Armut gewachsen und auch nicht viele Afrikaner wachsen in Armut. Das ist einfach eine Arroganz der Europäer. Und deswegen? Es mag arrogant sein, auf der anderen Seite hilft es natürlich auch, die Dinge zu strukturieren und für sich auch entsprechend zu vereinfachen, sodass man überhaupt darüber reden kann. Also wenn ich Sie so höre, habe ich das Gefühl, ich muss jetzt alle Vorurteile über Bord werfen. Es wird ja auf der anderen Seite auch sehr viel geholfen. Es gibt Entwicklungshilfe, es gibt Kunstwerke, Artefakte, die auch in europäischen Museen aufbewahrt wurden, gepflegt wurden und dann irgendwann sehr gepflegt, möglicherweise sogar zurückgegeben werden. Also ist das nicht ein Geben und ein Nehmen? Wer hat denn die Europäer gebeten, dass die Entwicklungshilfe, dass die Hilfe nach Afrika gibt? Naja, es ist eine selbstlose Art. Es ist einfach auch um selbstlos, Weihnachten rum natürlich. Selbstlos. Und das ist genau das Problem, weil seit mehr als 60 Jahren fließen Entwicklungshilfe nach Afrika. Aber man sieht gar nicht, was mit diesem Geld stattfindet. Wo sind die Fabriken? Wo sind die Produktionsstätten? Warum wird man nicht Schokolade in Afrika produziert? Warum musste man das einfach die Kakaobohnen immer nach Europa, in die Schweiz, nach Deutschland exportiert werden? Warum nicht in Afrika? Wissen Sie warum? Weil man möchte die Arbeitsplätze hier in Europa schaffen mit afrikanischen Produkten. Und wenn man Arbeitsplätze hier schaffen, dann bleiben die Afrikaner ohne Arbeitsplätze. Und wenn die Leute ohne Arbeitsplätze migrieren wollen, dann sagt EU, nee, ihr bleibt schön wieder da zu Hause. Und das ist genau das Problem. Es ist sicherlich richtig. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr heiß in Afrika. Und da frage ich mich, ob gerade Schokolade auch da gut hergestellt und gekühlt. Ich meine, die Kühlkette muss ja dann auch bis Europa. Habe Sie jetzt richtig verstanden? Es ist jetzt kein geeigneter Weg, dass man es mit Hilfe zurückgibt. Ich würde ja so gern helfen. Also was ist ja auch dann die Frage, was würde ich dann machen, wenn ich sage, ich möchte gerne helfen. Ich habe jetzt keine Qualifikation, um in Kamerun als Lehrer zu arbeiten. Ich habe überhaupt keine Qualifikation, aber ich bin weiß und B-Promi. Gibt es da für mich gar keine Möglichkeit? Warum müssen Sie in Afrika helfen? Warum müssen Sie in Kamerun helfen? Es gibt doch auch genug Probleme auch hier in Deutschland. Es gibt genug Probleme. Es gibt Armutsprobleme, Kinderarmut, alle möglichen Probleme auch in Deutschland. Warum müssen Sie nach Afrika gehen? Warum müssen Sie nach Kamerun kommen? Ne? Und das ist genau diese Wahrnehmung. Wir Europäer, wir müssen die armen Afrikaner, schwarzen Afrikaner helfen. Wenn ich auf der anderen Seite lese, es gibt eine Studie, die besagt, wenn man jetzt alles aufrechnen würde, was Afrika als Kontinent insgesamt angetan wurde, Sklaverei, Ausbeutung von Bodenschätzen, Völkermorde, wenn man dafür sozusagen Reparationszahlungen leisten müsste, dann wäre das eine Gesamtsumme von 100 Billionen
Euro. Jetzt habe ich Weihnachten 100 Euro gespendet, vielleicht können wir das davon abziehen. Es ist aber trotzdem noch ein sehr, sehr, sehr großer, das ist verdammt viel, also 100, eine Billion sind 1000 Milliarden. Aber das wäre doch gerecht. Das wäre doch gerecht. Weil die Wirtschaften hier in Europa, in Amerika, die sind doch entstanden durch diese koloniale Ausbeutung. Die Ressourcen aus diesen Ländern sind benutzt worden, um die Wirtschaft hier aufzubauen. Und danach haben die Europäer und die Amerikaner ihre Wirtschaft, ihre Wirtschaftsräume mit, man nennt das Protektionismus. Die haben das protektiert, dass sogar Länder in Afrika, wenn man sagt, okay, ich möchte heute Schokolade machen, dann sagen die, ja, wenn du Schokolade nach Deutschland exportierst, kriegst du vielleicht 100% Zoll da drauf. Aber wenn sie nur Kakao exportiert, 0 Zoll. Ist das nicht Erpressung? Ja, aber gehört nicht zu einem differenzierten Bild auch dazu, dass man zum Beispiel die Kolonialzeit auch mit allen Schwächen, aber auch Stärken sieht? Also ich möchte nicht sagen, es ist ausgeglichen, aber es ist natürlich auch viel durch die Kolonialherren passiert. Es ist eine Verwaltung entstanden, schöne Gebäude, es gab Infrastruktur, ist auch technisches Know-how bei der Ausbeutung der Ressourcen. Ich meine, ist das nichts? Nee, die Kolonialzeit war eine sehr schlechte Zeit für die afrikanischen Länder. Das hat die Menschen in erster Linie gebrochen. Es war so viel Gewalt ausüben. Das hat die Kulturen der Menschen kaputt gemacht. Das hat ihre Innovation kaputt gemacht. Das hat Minderwertigkeit in die Gesellschaften eingeführt. Und heute haben wir immer noch die Hinterlassen von diesem Kolonialsystem, die dazu führt, dass in vielen afrikanischen Ländern geschwächte politische Systeme vorherrschen. Und das ist genau die Wahrheit, die wir heute damit befassen müssen. Und auch wenn die Europäer erstmal ihre Fehler erkennen und sich entschuldigen für alles, was die Afrikaner angetan haben, dann sind wir schon auf dem richtigen Weg. Entschuldigung, ja. Da haben Sie sicher recht, Frau Tata. Ich entschuldige mich für dieses Gespräch. Das wäre schon ein Anfang, Herr Erich. Hallo, ich bin Christian und studiere Kulturwissenschaften im 57. Semester. Und ich habe ein Gedicht mitgebracht. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Warum nicht in der Mediathek? Extra 3 Schau.